In diesem Video geht es um die sogenannte gleichförmige geradlinige Bewegung und dazu schauen wir uns eine Situation an, die es wahrscheinlich häufiger auf den deutschen Landstraßen gibt. Zu sehen ist ein PKW, dieser möchte einen Trecker überholen und dabei gibt es Gegenverkehr. So, nun sollen wir entscheiden, ob das Überholmanöver gefährlich ist, und damit wir unsere Entscheidung treffen können, habe ich jetzt folgende Zahlen hier eingetragen, und auf diese Zahlen wird es ja bei der Entscheidung natürlich drauf ankommen. So, zugegeben sehen hier diese 4,5 Meter gleich lang wie die 20 Meter. Das passt vielleicht nicht hundertprozentig hier zu der Perspektive in der Zeichnung, aber wir wollen tatsächlich hier mit diesen Strecken hier arbeiten. So, um die Aufgabe zu lösen, machen wir folgende Annahmen. Und zwar gehen wir davon aus, dass sich alle Fahrzeuge hier mit dem maximal erlaubten Tempo bewegen. Das heißt, die beiden PKWs fahren jetzt mit dem erlaubten Tempo von 100 km pro Stunde. Und hier der Trecker darf mit einer Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde fahren. So, die zweite Sache ist, bei einem Überholmanöver muss dieser PKW einmal ausscheren und wieder einscheren, und dabei wird jetzt seine, also die Bewegung erfolgt dann nicht mehr entlang einer Geraden. Diesen Effekt, diese Abweichung von dieser Gradlinigkeit werden wir aber vernachlässigen, weil die geradlinige Bahn wird jetzt, oder die Gerade hier auf der Straße wird nur für einen ganz kurzen Moment verlassen. Das Bild hier ist zwar ziemlich hübsch, ich finde aber, dass es nicht sonderlich hilft, sich hier die Situation tatsächlich klar zu machen. Deshalb wählen wir eine reduziertere Darstellung, und zwar eine Skizze. Dabei wird das erste Fahrzeug hier als Viereck dargestellt. Das Fahrzeug 1 hat eine Länge von 4,5 Metern. Analog dazu das zweite Fahrzeug mit einer Länge von 25 Metern. Dazwischen, also zwischen der Seite hier und der Seite hier, liegen 20 Meter. Ähnlich gehen wir dann mit dem dritten Fahrzeug vor, hier als Rechteck dargestellt, mit einer Länge von 4,5 Metern und dazwischen liegen 300 Meter. Oft bei den Skizzen ist es so, dass man sich irgendwie zu wenig Platz gemacht hat. Die, ja, sagen wir, zu kurze Linien stelle ich deshalb hier mit einer Unterbrechung dar. Das ist auch eine gängige Methode, das bei den Skizzen zu machen. Wenn man jetzt eine Linie eigentlich länger zeichnen möchte, aber platztechnisch passt es nicht, macht man gerne eine Unterbrechung hier. So, in dieser Darstellung können wir uns jetzt klar machen, worauf kommt es eigentlich an. Und zwar, bei dem Überholvorgang geht es natürlich darum, dass man jetzt diese Seite, also den hinteren Teil von Fahrzeug 1, über diese Seite von Fahrzeug 2 rüberbringt. Und zwar bevor diese Seite von Fahrzeug 3 an der Seite von Fahrzeug 2 angekommen ist. Wir wollen also bei dem ersten Fahrzeug diesen Punkt verfolgen. Das ist das, was hier relevant ist. Der muss ja an dem Fahrzeug zwar vorbei, und zwar an diesem relevanten Punkt. Und bei dem Fahrzeug 3 ist hier ja der vordere Teil relevant. Die relevanten Punkte habe ich mit einem Buchstaben S, mit einem kleinen Buchstaben S und Index 01. S02 und S03 bezeichnet. Das ist auch eine gängige Bezeichnung in der Physik. Eigentlich ist für uns interessant, dieses S0, das steht für die Anfangsposition, und 1, weil das Fahrzeug 1 ist, S02, weil das das zweite Fahrzeug ist, und so weiter. So, die Anfangsposition von dem ersten Fahrzeug, das sind 0 Meter, wenn wir die Entfernung dann von diesem Punkt aus anfangen zu messen. So, die Anfangsposition von Fahrzeug 2, beziehungsweise von diesem Punkt hier,
Die müssen wir nun ausrechnen. Das sind die 4,5 Meter plus 20 plus 25 Meter, also 49,5. Und bei dem Punkt S3 müssen wir noch die 300 Meter draufrechnen. Das bedeutet S03, die Anfangsposition von Fahrzeug 3, liegt bei 349,5 Metern. So, Fahrzeug 1 und Fahrzeug 3 sind PKWs. Das bedeutet, die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Fahrzeug 2 hat eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Also die Geschwindigkeit von dem ersten Fahrzeug bezeichnen wir mit V1, V wegen dem englischen Wort Velocity. So, diese Geschwindigkeit liegt bei 100 km pro Stunde. Fahrzeug 2, der Trecker, hat eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Und Fahrzeug 3 hat eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Dabei gibt es aber einen Unterschied zwischen dem Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2, nämlich diese Position nimmt ja zu, also die Zahlenwerte werden immer größer, während das bei dem Fahrzeug 3 umgekehrt ist. Dieser Punkt bewegt sich ja in dieser Richtung nach links. Und deshalb nehmen wir die Geschwindigkeit von Fahrzeug 3 zwar mit dem Wert von 100, aber mit einem negativen Vorzeichen. Damit verdeutlichen wir das, dass sich das Fahrzeug 3 in die entgegengesetzte Richtung bewegt. So, das geübte Auge sieht direkt, dass wir hier ein kleines Problem haben. Und zwar die Anfangsposition messen wir in Metern, die Geschwindigkeiten aber in Kilometern pro Stunde. Das bedeutet, wir haben hier ein kleines Einheitenproblem, das wir als nächstes lösen möchten. Okay, wir wollen das Einheitenproblem lösen und eine Umrechnung hier, sagen wir mal, herleiten. Wir starten bei der Umrechnung bei einem Meter pro Sekunde und ziehen die 1 in den Zähler und auch gleichzeitig in den Nenner und haben wir das jetzt so geschrieben, wie man das spricht, 1 Meter pro eine Sekunde. Nun, da wir jetzt hier Brüche haben, können wir das Ganze ergänzen und ich habe mich jetzt hier entschieden für eine Ergänzung mit der Zahl 3600. 3600 Meter pro 3600 Sekunden ist das gleiche wie 1 Meter pro Sekunde. Warum habe ich mich jetzt für die Zahl 3600 entschieden? Der Grund ist, 3600 Sekunden ist nichts anderes als eine Stunde. So, nun können wir auch den Zähler hier verarbeiten. Und zwar sind 3600 Meter nichts anderes als 3,6 Kilometer. Nun stimmen jetzt die Einheiten damit überein, wie wir das haben wollen. Wir wollen ja Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umrechnen. So, was wir jetzt machen, ist eher kosmetischer Natur. Wir ziehen diese 3,6 vor unserem Bruch und haben wir das so, wie man das jetzt in einer Formelsammlung notieren könnte. 1 Meter pro Sekunde, wenn wir uns jetzt entlang der Gleichheitszeichen hier durcharbeiten, ist gleich 3,6. Kilometer pro Stunde. So, die Umrechnung ist also so, dass wenn wir von den Metern pro Sekunde in Kilometer pro Stunde über wollen, multiplizieren wir mit 3,6. In die andere Richtung müssen wir durch 3,6 Zeilen hier nochmal das Ganze grafisch. Und ein Beispiel vielleicht für das Fahrzeug 2. 40 Kilometer pro Stunde ist ungefähr 11,11 Meter pro Sekunde. Für die, die das ganz genau haben wollen, 11 und 1/9 Meter pro Sekunde. Okay, wir bleiben noch ganz kurz bei dem zweiten Fahrzeug und wollen an diesem Beispiel die sogenannten TS-Diagramme für die gleichförmige geradlinige Bewegung einführen. Also das Fahrzeug 2 hat eine Geschwindigkeit von 11,11 Metern pro Sekunde und diese Bewegung wollen wir jetzt 3 Sekunden lang verfolgen. Dazu machen wir eine Tabelle und gleichzeitig ein sogenanntes TS-Diagramm. Das ist etwas, was wir eigentlich auch schon aus dem Mathematikunterricht kennen. Die einzige Neuheit vielleicht dabei
Die waagerechte Achse ist die Zeitachse, bezeichnet mit T. Und die senkrechte Achse ist der zurückgelegte Weg oder besser gesagt die Position S von T, weil die Position ja von der Zeit abhängt. So, was sind die Zahlen in den eckigen Klammern? Das sind die Einheiten, in denen diese Größen Zeit und die Größe Position gemessen wird. So, hier eine kleine Schwierigkeit, wenn man das erste Mal sieht. Wir haben einmal hier S für die Position und einmal das S für Sekunde. Hier in einer Präsentation kann man die gut voneinander trennen. Und zwar werden die physikalischen Symbole, wie hier die Position, kursiv geschrieben und die Einheiten ganz gerade. Das ist auch in den gängigen Lehrwerken zur Physik auch der Fall. Wenn man die Dinge notiert, kommt man tatsächlich manchmal durcheinander und versucht irgendwie Strecke durch eine Sekunde zu teilen. Das ist tatsächlich ein relativ häufiger Fehler. Also soll man an dieser Stelle besonders darauf achten und sich von Anfang an klar machen, was davon ist ein Symbol einer physikalischen Größe und was ist davon ein Symbol einer physikalischer Einheit. Okay, wenn wir jetzt unsere Bewegung von Anfang an verfolgen, befinden wir uns am Anfang in der Sekunde 0 und in einer Entfernung von 49,5 Metern. Das bedeutet, hier in unserem Diagramm machen wir hier ein X etwas unterhalb der 50 auf der Positionsachse und zwar zur Zeit 0. Eine Sekunde später haben wir 11,11 Meter zugelegt. Das bedeutet, nach einer Sekunde befinden wir uns in einer Entfernung von 60,61 Metern und machen entsprechend hier unsere Markierung in dem TS-Diagramm. Weiter geht es natürlich bei 2 Sekunden. Dann haben wir 71,72 Meter zurückgelegt und eine Markierung machen wir jetzt dort. Und nach 3 Sekunden sind wir bei 82,83 Metern. So, das schreit eigentlich schon danach verbunden zu werden. Da, wo wir uns jetzt unsere Gedanken über die Aufgaben machen, ist es auch vollkommen legitim. Wenn wir jetzt das Ganze hier verbinden, können wir zu jeder Zeit hier unsere Position von Fahrzeug 2 auch ablesen. Also wenn ich jetzt hier bei 0,5 Sekunden wissen möchte, wie weit entfernt mein Punkt Fahrzeug 2 sich befindet, muss ich einfach nach oben gehen, die Gerade treffen und da kann ich das Ganze ablesen. So, für diese Gerade hier, für die Strecke abhängig von der Zeit, kann man auch eine Formel geben. Das ist jetzt eine lineare Funktion. Das bedeutet, wir haben hier S von T ist nichts anderes als diese 11,11 Meter pro Sekunde multipliziert mit der Zeit, wie lange fahren wir, plus unsere Anfangsposition. Das bedeutet, das hier ist die Geschwindigkeit und das hier die Anfangsposition, manchmal auch Anfangsstrecke genannt. Bewegungen, bei denen die TS-Diagramme eine Gerade bilden, sind sehr wichtige Spezialfälle in der Physik und diese nennen wir auch gleichförmige geradlinige Bewegungen. Nun wollen wir dieses Beispiel, was wir hier gesehen haben, zu einer Definition verallgemeinern. So, dieser lautet dann: Eine Bewegung entlang einer Geraden, bei der ein Körper in gleicher Zeit gleiche Strecken zurücklegt. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir hier eine konstante Geschwindigkeit haben, heißt eine gleichförmige geradlinige Bewegung. So, also 2 Komponenten sind wichtig. In gleichen Zeiten müssen wir die gleichen Strecken zurücklegen und die Bewegung muss entlang einer Geraden stattfinden. So, dann haben wir eine gleichförmige geradlinige Bewegung. So, ganz wichtig dazu auch eine Formel. Wir können jetzt zu einer gegebenen Zeit auch die zurückgelegte Strecke berechnen, indem wir die Geschwindigkeit mit der
verstrichenen Zeit multiplizieren und die Anfangsstrecke S0 dazu addieren. Anfangsstrecke schreibe ich hier, weil das in den meisten Physikbüchern so steht. Ich persönlich bevorzuge eigentlich die Formulierung Anfangsposition, aber Strecke passt besser zu dem Buchstaben S hier. Warum ich Position besser finde, sehen wir gleich in einer der Anmerkungen. Und zwar haben wir erstmal das TS-Diagramm bei einer gleichförmigen geradlinigen Bewegung ist auch eine Gerade. So, bei gleichförmigen geradlinigen Bewegungen lassen wir auch negative Strecken zu. Und das ist etwas, was vielleicht nicht so intuitiv ist. Deshalb würde ich hier Position besser finden, wenn sich ein Körper irgendwie auf unseren Koordinatenursprung zubewegt. Ist es irgendwie schöner. Also zum Beispiel das dritte Fahrzeug in unseren Beispielen hat eine negative Geschwindigkeit und die Position gemessen an den Anfangspunkt nimmt ja ab. Das bedeutet, die zurückgelegte Strecke wird immer kleiner. So, und dann gibt es bei den gleichförmigen geradlinigen Bewegungen auch einen Sonderfall, der gerne vergessen wird. Es gibt Bewegungen mit einer Geschwindigkeit von 0. Dann sprechen wir von einem ruhenden Körper. Und das ist auch eine gleichförmige geradlinige Bewegung. Also die Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 0, also sich nicht zu bewegen aus physikalischer Sicht, ist tatsächlich sich gleichförmig geradlinig bewegen. Nun wollen wir das gewonnene Wissen auf die Anfangssituation anwenden und dazu verwende ich die Grafikrechner-App aus der GeoGebra-Familie. So, ich habe hier schon einiges vorbereitet, weil das Eintippen sonst ewig lange dauert. Wir gehen das einmal schnell durch. Ich habe einfach die Anfangsstrecken definiert, S01 als 0. Ich ziehe mal das hier einmal in die Breite. So, S02, auch hier kann man eine Rechnung durchführen. Das war 4,5 plus 20 plus 25, also die 49,5. Analog dazu S03. Da fragt man sich vielleicht, wie man diesen Index 03 hinbekommt. Das kann ich hier einmal zeigen. Sagen wir, wir möchten vielleicht eine Anfangsposition S04 haben. So, das ist auch der Grund, weshalb es so lange dauert. Also ich kriege hier auf dieser Ebene der Tastatur auf S. Dann hier, dieses Zeichen hier erlaubt mir, in den Index zu gehen. So, hier könnte ich jetzt 04 schreiben. Und wenn ich jetzt aus dem Index wieder rauskommen möchte, muss ich hier einmal die Pfeiltaste nach rechts schreiben, klicken und kann das Eintippen hier fortsetzen und so weiter und so fort, könnte ich dann die Befehle dann einfach reinschreiben. Okay, wir waren gerade bei den Anfangspositionen, bei den Geschwindigkeiten. Habe ich die auch von GeoGebra umrechnen lassen. V1 100 km pro Stunde geteilt durch 3,6 ergibt die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Analog dazu V2 40 km pro Stunde geteilt durch 3,6 ist der Zahlenwert für die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Und bei V3 im Prinzip das gleiche wie V1, nur mit einem negativen Vorzeichen. Und dann können wir die TS-Diagramme erstellen, indem wir einfach die Geschwindigkeit mal T plus die jeweilige Anfangsposition für den jeweiligen Körper dann hinschreiben. Damit wir die gut auseinanderhalten können, habe ich sie dann auch entsprechend S1, S2 und S3 genannt. Okay, dann brauchen wir das nicht mehr so groß, kann ich das ein bisschen verschieben. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem mit der Darstellung. Und zwar eigentlich wäre es viel schöner, wenn diese Zeitachse anders unterteilt wäre als die Streckenachse.
Wir brauchen ja deutlich mehr sichtbare Zahlen bei der Strecke, als es bei der Zeit der Fall ist. In den anderen GeoGebra-Versionen, also auf dem Computer, weiß ich, wie das funktioniert. Hier auf dem Tablet habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden, die erscheint mir so ein bisschen suspekt. Es muss irgendwie anders gehen, ich kriege es aber nicht anders hin. Falls jemand eine bessere Lösung findet, gerne in die Kommentare damit. Also ich mache das so, es funktioniert, wie gesagt, ist aber nicht die eleganteste Lösung. Ich schreibe hier einfach einen Befehl Zoom in für reinzoomen. Und dann sage ich GeoGebra, wie soll reingezoomt werden. Die erste Zahl, die ich eintrage, ist das kleinste X, also das kleinste auf der X-Achse, was zu sehen ist. Ich möchte, dass es dann die 1 ist. Dann schaue ich, wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt. Und dann scrolle ich hier einmal hoch, was so die relevanten Zeiten sein könnten. So, das sieht nach etwa 2 Sekunden aus. Das wäre dann gleich die dritte Zahl. Das kleinste Y, das wir brauchen, ist auch bei 0. So, dann das kleinste, das größte X, was wir haben wollen, also die größte Zeit, die wir betrachten wollen, liege irgendwo bei 2. Und die größte Zahl bei der auf der Y-Achse, also die größte Strecke, die irgendwie eine Rolle spielt, wird die Anfangsposition von dem Fahrzeug 3 sein. Und das waren 350 Meter ungefähr. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, wird das Ganze etwas schöner dargestellt. Und jetzt kann man hier reinzoomen und sieht die Diagramme etwas ausgestreckter anzeigen lassen. Wir haben jetzt also hier in grün das TS-Diagramm für Fahrzeug 1 und in blau das TS-Diagramm für Fahrzeug 2 und sehen, dass wir den Trecker nach etwa 3 Sekunden überholt haben. Und für uns wichtig ist, wann trifft Fahrzeug 3 unseren Trecker? Schauen wir hier. Die rote Linie, das TS-Diagramm von dem dritten Fahrzeug, schneidet die blaue Linie, also das TS-Diagramm des zweiten Fahrzeugs, nach etwa 7,5 Sekunden. Das bedeutet, da liegt noch relativ viel Zeit dazwischen. Und aus physikalischer Sicht ist es möglich in dieser Konstellation bei der Einhaltung der Geschwindigkeiten auch zu überholen. Wenn man die Zahlenwerte auch genauer haben möchte, kann man jetzt hier unter Werkzeuge gehen und auf Schneide klicken. So, wir wollen die grüne Linie und die blaue Linie schneiden. So, das ist jetzt der Punkt A. Und einmal die rote Linie und auch die blaue Linie. Punkt B und unter Algebra mussten die Punkte nun zu sehen sein. So, nun können wir ablesen. Wir sind mit dem Überholen nach etwa 3 Sekunden fertig und das Fahrzeug 3 erreicht den Trecker nach ungefähr 7,7 Sekunden.